glaube, jetzt telefoniert sie gerade. Sie wollte auf die Bühne. Die Heimfahrt muss organisiert werden, ganz klar. So, bitteschön, wer bist du und worüber möchtest du sprechen? Ja, also ich bin die Petra und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Entscheidungsverfahren und wie wir Entscheidungsverfahren so nutzen können, dass die Menschen, die betroffen sind, auch mitreden können. Und das ist, glaube ich, ein sehr aktuelles Thema. Und wir befinden uns hier in Graz und in Graz ist interessanterweise ein Entscheidungsverfahren entstanden, das zwei Grazer entwickelt haben, die inzwischen beide so um die 80 sind. Und dieses Entscheidungsverfahren nennt sich systemisches Konsensieren. Und die Basis des systemischen Konsensierens beruht darauf, dass Widerstand ernst genommen wird. Das heißt, das Nein der Menschen zu respektieren, ist die einzige Art, Menschen wirklich ernst zu nehmen. Und das systemische Konsensieren beruht darauf, dass die Gruppenentscheidungen die besten sind, die den geringsten Gruppenwiderstand, bei denen der geringste Gruppenwiderstand gemessen werden kann. Und in der aktuellen Corona-Krise frage ich mich sehr oft, wie würde die Situation ausschauen, wenn wir die Entscheidungen aktuell mit systemischem Konsensieren treffen würden. Dann könnten die Entscheidungen nämlich nicht mehr auf Machtprinzipien beruhen, sondern würden wirklich auf dem beruhen, was für die Menschen am besten ist. Und ich möchte noch kurz ein Buch erwähnen, das sehr zeitaktuell ist und von einem der zwei Entwickler des systemischen Konsensierens entstanden ist oder geschrieben wurde, der Erich Wissocznik. Und dieses Buch heißt Nicht über unsere Köpfe, wie ein neues Wahlsystem die Demokratie retten kann. In diesem Buch zeigt Erich Wissocznik die Schwächen des Mehrheitsprinzips und stellt mit seinem Konzept des systemischen Konsensierens eine Alternative vor, die es Beteiligten ermöglicht, sich effektiver in Entscheidungsprozesse reinzubringen. Ja, und ich denke seit vielen Jahren darüber nach, dass wir Menschen, wir das Volk, davon erfahren sollten, dass es bereits andere Entscheidungsmethoden gibt, wie das Mehrheitsprinzip, bei dem alle, die nicht zu der Mehrheit gehören, gar nichts zum Sagen haben, beziehungsweise wir sowieso unsere Stimme abgeben. Und nur wenn wir darüber Bescheid wissen, wie ein anderes Entscheidungsverfahren funktioniert und dass es funktioniert, und wenn wir genügend von uns sagen, wir fordern jetzt ein anderes Entscheidungsverfahren in der Politik ein, dann kann das auch stattfinden. Und das möchte ich gerne einbringen, sei es von den Menschen, die hier das Publikum sind, sei es im Bereich derer, die zusammenarbeiten und auf der Bühne stehen und die Organisationen leiten. Danke.